Martina Servatius ist Elisabeth von Lahnstein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich kann mir vorstellen, was Sie jetzt denken. Leben auf einem Schloss, Bedienstete, die einem alles hinterhertragen. Mit der möchte ich gerne tauschen. Sie haben recht. Ich genieße es. Ich führe ein sehr privilegiertes Leben, das weiß ich. Aber glauben Sie mir, eine von Lahnstein zu sein, beschränkt sich nicht darauf, sich den ganzen Tag bedienen zu lassen. Es bedeutet Verantwortung. Verantwortung für unser Unternehmen, für unsere Angestellten und vor allem für unsere Familie und unsere Kinder. Das ist schon komisch. Unsere, wie sich das anhört. Dabei habe ich nur in die Familie eingeheiratet. Aber trotzdem, ich habe mich noch nie so zu Hause gefühlt. Ludwigs Kinder, ich kenne sie. Sehr gut sogar. Sebastian zum Beispiel, der hat sich von Anfang an für die Familie aufgeopfert. Aber bis heute kämpft er um die Anerkennung seines Vaters, weil er in dessen Augen die falsche Frau geheiratet hat. Aber wenn Sie mich fragen, was man aus Liebe tut, das ist niemals falsch. Hagen. Hagen hatte schon immer das Vertrauen von Ludwig. Aber er schreckt davor zurück, dessen Nachfolger anzutreten. Tristan und Helena, die sind sich beide selbst genug. Und Rebecca ist unser Nesthäkchen, von allen behütet. Obwohl sie inzwischen natürlich längst erwachsen geworden ist. Das größte Traditionsbewusstsein in dieser Familie, das hat Ansgar. Und für seinen Willen, unsere Firma und unsere Ländereien für seine Nachkommen zu bewahren, da habe ich ihn immer respektiert, auch wenn er das überhaupt nicht gerne hören möchte. Sie sind vielleicht nicht meine eigenen Kinder, aber sie sind mir so ans Herz gewachsen, jeder einzelne von ihnen. Und wir halten zusammen. Und wir kämpfen, um das, was wir haben, für unsere Nachkommen zu bewahren. Und ich finde, das ist es, was eine Familie ausmacht. Glauben Sie mir, ich werde alles tun, um diese Familie zusammenzuhalten.